Hallo Leute, ja, ich habe mich lange nicht gemeldet, weil ich im Underground gearbeitet habe. Für die Leute, die kein Englisch können, im Untergrund gearbeitet, um rauszukriegen, wie kann ich die Welt retten. So, ich habe in den letzten Wochen das Buch gelesen von Frank Schätzelein, ne? Wie kann ich die Welt retten? Wie kann ich dazu beitragen? Und da habe ich mir natürlich Gedanken gemacht. Ne? Die erste Gedanke ist Bio. Ne? Man muss viel mehr mit Bio arbeiten und deswegen habe ich so eine App entwickelt hier. Ne? Ich habe jetzt selber alles biomäßig selber hergestellt, Raps. Ja, so, wenn ich jetzt die Verbindung öffne, will ich jetzt nicht testen. So, und jetzt sehe ich auch schon hier mein erstes Video. So. Ne? Hier sieht man mich in meinem eigenen Rapsfeld, wie ich gerade Raps selber pflücke. Ich habe im Februar damit angefangen. Ja, ich befinde mich hier an einem Rapsöl. Hier wird Bio-Raps hergestellt und zwar aus dem ganzen Bereich. Man sieht ja, ne, hier 24 Stunden riesig. So, ich will euch nicht lange damit aufhalten. Das Ding ist. Das selber habe ich jetzt mit Kresse gemacht. Und das heißt ja, wie kann ich meine Familie überzeugen, doch wirklich mal die nächsten Wochen oder sogar Monate nur sich von Kresse zu ernähren? Weil die können auch sagen, ey, Homie, ab mit der Kresse, sonst gibt's was in der Fresse. Ja, Leute, ich befinde mich jetzt hier auf meiner grünen Wiese. Man sieht das hier. Und habe jetzt auf der ganzen Wiese mein Kresse angebaut. Und dann ist mir aufgefallen, dann habe ich ein Video ins Netz gestellt, wo es darum geht, dass man sich doch ganz vegan, also ganz biologisch nur von Kresse ernähren kann. Also man braucht gar keine anderen Lebensmittel mehr. Kein Fleisch, kein Gemüse, kein Obst, ja und auch keine Kartoffeln. Ne? Man isst einfach nur noch Kresse und das dreimal am Tag, siebenmal in der Woche, heißt die 3-7er-Kombi, um die Welt zu retten. So, und dann kamen die ersten E-Mails rein in meinen Postkasten und der war voll. Da waren circa in der ersten Woche 500, hinterher waren es 5.000 und mittlerweile kriege ich 50.000 E-Mails weltweit aus allen Sprachen der Welt, wie man denn dieses Kresse-System auch seiner Familie näher bringt. Das heißt sozusagen, wie kann ich meine Familie jetzt sagen, so, ab heute gibt es nur noch Kresse. Ne? Ja, das war das eine Thema. Andere Thema war, hier, was mache ich eigentlich im Winter, wenn mir die Wollmütze kaputt gegangen ist? Hier, ich habe hier so eine Thermomütze erfunden. Ich mache die Mütze hier so ab. So, wenn man die Thermomütze aufsetzt, so, speichert sich die Wärme des Gehirns hier in diesem Thermobeutel, sagen wir mal. Weil man weiß ja ganz genau, dass durchs Denken Energie erzeugt wird. Also ist ja durch Mikroelektronik arbeitet das Gehirn ja. So, und diese Wärme, die dadurch entsteht, die kann man hier speichern in dieser Thermomütze. So, und kann hinterher anschließend hier seinen Tee, Kaffee oder seine Tütensuppe mindestens für 24 Stunden warm halten. So, könnt ihr auch hier bestellen, ne, für eine kleine Mark. In diesem Sinne, PCP, bleibt gesund und denk hier, ne? Friede.